Willkommen in Geiselsberg. Ja, wie ihr seht, ich wurde hier einfach stehen gelassen. Nein, falsch. Ich hatte mich festgefahren in der letzten Folge und nun ist es so, dass der Abschleppdienst unser Fahrzeug dann mal rausgezogen hat. Wegen der Reparatur und so weiter musste er aber gleich zum Händler einmal repariert werden. So, jetzt stehen wir hier und singen seit einer Stunde und wir warten auf den Enno. Ich weiß aber noch nicht, wann der wiederkommt, aber wir können ja mal im Funk reinhören. Kleinen Augenblick. Enno! Ach, Danke. Bernd! Jo. Wo bleibst du? Kommt gleich. Bin schon auf dem Weg. Okay, das soll heißen, 2 Stunden später ist er dann da. Ich Ja. sehe dich schon. Oh, er sieht mich schon. Möchtest du denn gleich weiter häckseln? Naja, komm. Wenn du hier Der bist, dann. Motor ist so laut. Ja, dann häcksel ich gleich weiter. Dann kannst du. Was willst du tanzen? Nee, wir haben Arbeit. Ja, da ist er, der Verrückte. Ja, hup du mal. Muss näher ran. Naja. Ah ja, jetzt spucke ich dich an. Du, fällt das Ende, kannst stehen bleiben. Ja. Oh, habe ich mich schon wieder festgefahren. Warte. Ja, ich will bis hinter dich kommen. Ja, und ich will drehen. So. Okay. Jetzt. Kommen Sie ran auf einen Meter, ich will Sie anspucken. Gut. Jetzt kannst du auch neben mich kommen. Anderes neben mich. Ja. Mal mit der Ruhe. Haben schon genug Zeit verloren. Ja. Bisschen weiter Abstand. Bisschen weiter nach links. Weiter. Ja, warum? Weiter geht's ja gar nicht. Jetzt spucke ich dich wieder an. Irgendwie sehr merkwürdig, der Drescher hier. Okay, du musst hinter mir bleiben. Ja, muss hinter mir bleiben. Das ist gut. Jetzt fährt sich gleich noch der Enno fest, dann haben wir doch alles top. Kannst du mir dir nicht mal meinen Namen merken? Ich heiße Bernd Franke. Ja, entschuldigen Sie, Herr Franke. Was du immer mit den Enno hast. Ja, ich weiß es auch nicht, der. Was du mit den Saufen oder was? Ja, genau. Den habe ich noch in meinem Kopf. Bernd, aber nicht, dass du dich jetzt gleich noch festfährst, wa? Nö. Du bist der Meinung, du kannst das, ja? Ich bin vorsichtig. Vorsichtig mit Krabum da rein. Ja, schon klar. Aber wie heißt es immer so schön? Sagt niemals nie. Genau. Wie voll bist du? Ach, 44%, 45% erst. Ja. Und weißt du schon, wann unser ja, Praktikant eigentlich wiederkommt? Nee, hat sich noch nicht gemeldet. Ich habe mich nochmal mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Keine Antwort, keine Nachricht, nicht. Ja, nicht, dass der einen Unfall gebombt hat. Fahren kann er ja nicht. Naja, ich denke mir mal, er wird viel Lärmstress haben. Ja. Weiß ich nicht, wir waren, ich kenne ja das nicht. Also, Ja. er hat davon erzählt und ja, nun muss er durch. Ja. Vielleicht lernt er ja noch was. Ja. Ja, wie gesagt, für die Zuschauer, die sich dann auch das Video hier anschauen. Ich hatte schon beim letzten Mal zum Ende des Videos mitgeteilt gehabt. Teilt uns bitte mit, welche Karte wir
als nächstes anspielen sollen, warum und wieso, würde ich euch dann erklären. Es ist auf jeden Fall ins Roleplay mit eingebunden, dass wir einen Kartenwechsel machen. Wie gesagt, auf den Geiselsberg geht es aber weiter. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann hier aufhören. Die Geiselsberg wird auch noch weiterhin bestehen bleiben. Ist voll oder was? Oh ja. Habe ich so auf dein. Auf deine Sprache mich konzentriert. Ja, denk daran, fahr vorsichtig. Nicht, dass du hier ich wieder aufhänge. Alles umnietest. Ja. Jetzt warte ich nur noch auf das Geschrei. Ich hab mich festgefahren. Nee, nee. Ja, doch, doch. Muss erst mal das Licht anmachen, damit ich die Masten hier besser sehe. Ja, das könnte problematisch werden. Dann kannst du eigentlich gleich auf die Straße dann weiterfahren. Ah, den Kühen geht's gut. Wieso reden sie mit dir oder was? Wenn sie Mu machen, da geht's denen gut. Na, vielleicht haben sie sich auch nur erschreckt, weil sie dich gesehen haben. Kann auch sein. Vielleicht mögen die meine Partybeleuchtung nicht. Das könnte unter Umständen sein. So. Und wie schaut's aus? Festgefahren? Nee, nee, ich bin hier im Silo drin. Ah ja, ich bin hier im Silo drin, das ist klar. La 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 la. Ja, bin leer. Oh, und mich festgefahren. Nein. Jetzt weiß ich ja auch, wer hier das Hexelgut wegfährt. fahr auf die Straße, ja? Ja, bin gleich da. Es gibt einen kleinen Trick. Der da wäre. So wie ich das sehe, hast du hier auf dem Haufen abgekippt. Ja. Hättest aber Stück für Stück immer vorziehen müssen, dass das ein... na? Ja, ja, ich hab schon verstanden, Oma. Sozusagen ein Bett wird. Daran hast du nicht gedacht. Du weißt schon, dass du schlimmer als eine Frau bist, ne? Sei froh, dass das, was ich keine Frau habe, ich weiß schon. Sebastian nicht da ist. Wieso? Ja, da wäre ich jetzt ruhiger. Ach was, du musst dich hier durchsetzen, du bist der Zweitchef. So. Hinter mich bleiben. Ja. Und nicht zu nah dran, weil sonst verkeilst du dich. Das Rohr geht schön über den Laternenmast hier. Ja, wunderbar. Strommast. Fährt schon wieder zu weit. So. Ja, dann können wir das jetzt hier gleich schön gären lassen, die Silage. Wie fährst du eigentlich? 9. 9. Habe ich erstmal den Tempomaten eingestellt. Jawohl, ja, bringt dir noch nichts, musst du jetzt nicht gleich beenden. Ja, ich weiß aber. Kann man wenigstens die gleiche Geschwindigkeit halten. Ich guck mal, bleib mal stehen. Ja.
Jetzt musst du drehen. Naja, ein bisschen muss doch reinfahren. So. Augen nach hinten. Noch ein bisschen. So. Ja. Jetzt. Tidiralala, tidiralala. Ja, dann haben wir ja auch schon die ganze Ecke wieder geschafft. Müssen jetzt eben halt nur noch gleich gucken, wie viel Häckselgut da überhaupt reinpasst. In das kleine Bunkerchen, ne? Da werde ich dann gleich mal gucken. Und dann müssen wir noch ein... Sag mal schnell. Schiebeschild brauchen wir noch. Richtig, und eine Walze. Ja. Wie voll? 81, 82. Ja, da würde ich sagen, fahr schon mal los. Jo. Weil jetzt gleich geht's bergauf. Aber ich finde den Klaas mal gar nicht so schlecht dafür. Schneidwerk ist genial. Ja. Der 960 Jaguar. Ich könnte ja auch rein theoretisch probieren, den Anhänger hinten dran zu machen. Wenn du eine Kupplung hast, dann geht das. Ja, hab ich. Weiß auch nicht, ob wir noch einen zweiten da haben. Nö, haben wir nicht. Ja, dann müssen wir uns auch schon einkaufen. Ja. Tidiralala. Ja. Einmal abgeladen. Das ist gut. Dann kriegen wir den jetzt mal einmal voll und dann sind wir auch schon wieder fast am Ende. Ja. Dann haben wir den dann. Pensum. Wenn wir den dann, ja. Wenn wir den dann drin haben, dann müssen wir verdichten. Erstmal. Ja. Da kommt ja. Der Bernd. Das war ein Strommast, den du versucht hast umzufahren. Nee, der Stein war im Weg.
Der Stein stand vorm Strommast. Steine kann man nicht rüberfahren, ne? So zur Info. Ja, du hast ja die Erfahrung gemacht, ne? Ich? Nein. Aha. Warte. Ich muss mal gerade was kopieren. Kleinen Augenblick. Jetzt geht's weiter, Oma. Ja, auf der anderen Art, ne? Seppel fordert ja eigentlich mehr Geld für sein Auto. Hast du das eigentlich, das war ja auch mitbekommen, oder? Ja. Was meinst du dazu? Mehr geht nicht, ne? Im Prinzip eigentlich nicht, ne? Weil der kriegt nur das Wert des Autos ersetzt. Gut, eine Reparatur wäre immer teurer gewesen. Ja. Das stimmt, aber noch steht er ja beim Schrotthändler. Aber dann kriegt auch nicht er das Geld, sondern die Reparaturwerkstatt kriegt das Geld. Ja. Und ja, da er ja nicht im Auto drinne gesessen hat, warum sollen wir ihn entschädigen? Meinst du, sollte man dich entschädigen? Genau, mit dem Schrotthaufen da. Gut, also dass ich ja einen Dachschaden habe, das wissen wir ja alle. Aber es geht ja eher darum, dass er dann da ja mehr haben möchte, aber für was? So, wie sieht's aus? Ach, sieht gut aus. Wie voll bist du? 67%. War das jetzt gerade auf mich bezogen, nicht nur einen? Du bist ganz schön frech, ne, Herr Franke? Naja, gönnt dir mal noch einen zweiten Dachschaden. Oh, dann reicht's auch. Dann noch mehr Schäden brauchst du wirklich nicht. Stimmt, auf einen kann man so schlecht stehen. Ja. So, bist voll, oder? Nö, 86%. Ja, dann fahr mal rum. Fahren wir wieder bergab. Oi, 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 oi. Jetzt bummst er mich auch noch. Warum fährst du zurück, wenn ich vorwärts fahre? Ja, diese Frage fahre ich. Das ist wie beim Sex. Warum stoßt du zu, wenn ich fertig bin? Oder warte, so ähnlich. Einen Moment. Irgendwas heute haben wir da. Ja. Hä? Gibst du beim Sex auch solche komischen Geräusche von dir? Manchmal. Okay. Ach ja. Aber wir wollen dieses Thema nicht weiter vertiefen. Nee, das würde zu tief gehen. Du scheinst voll zu sein. Jetzt ja. Alter! Erst fährt er vorwärts rüber, jetzt fährt er auch nochmal rückwärts rüber. Weil vorwärts nicht weiter ging. Ei. Ja, liebe Leute, ihr habt's gesehen, der Franke kann wie immer nicht fahren. Wir sind hier wieder am Ende der Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen, was wünsche euch denn? Einfach einen schönen Tag. Franke, bevor du ganz abhaust, möchtest du auch noch irgendetwas sagen? Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Schaut bei Manuel Zack vorbei. Und wie gesagt, ich weise noch mal drauf hin auf Kartenwahl. Vielleicht möchtest du dazu noch mal was sagen. Ja, wie gesagt, in unserem Roleplay-Geschehen ist es so rum, dass wir noch auf andere Karten spielen werden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne darüber abstimmen, welche Karte wir als nächstes nehmen. Denkt daran, die Geistesberg ist nicht komplett weg. Es geht nur darum, dass es Roleplay-technisch so kommen wird, dass wir auf eine andere Karte gehen. Bitte einfach mal in die Kommentare rein, welche wir als nächstes nehmen sollen.
Somit sage ich, wenn unser Bernd nichts mehr zu sagen hat, ich bin raus, wünsche euch noch einen schönen Tag. Abend. Sorry. Ciao, so.